Hallo und herzlich willkommen zur 65. Folge Let's Play Transport Fever und wir wollten mal gucken, ob hier hinten schon was anliegt. Und ja, es liegt was an. 4 zu 7, das wird in Zukunft natürlich noch ein bisschen steigen. Er läuft ja mit Hochtouren hier. Und es ist auch ein weiter, weiter Weg. Und die LKWs, die kommen ja auch nicht so sehr schnell hier hoch. Die produziert zurzeit noch nichts. Potenzial ist auf jeden Fall da. Die LKWs kommen jetzt hier hochgefahren. Gutes Timing ist das auf jeden Fall. Warten wir doch mal kurz ab, was hier jetzt passiert. Wir müssten ja im Lager ein bisschen was ansteigen. Alter, so viel hat er jetzt auch nicht mit. Wenn es dann mal angelaufen ist, dann müsste das eigentlich funktionieren. So, jetzt müsste das im Lager aufplöppen, genau. Jetzt produziert er ein bisschen was. Ja, jetzt wartet hier das Brot. Wo sind die LKWs? Der kommt hier angefahren. Er darf sich freuen, dass er was mitbringen darf. Du, du, du. Oh, hier steht er jetzt ordentlich an. Ja. Nimmt jetzt alle fünf mit und liefert die unten ab. Korrekt. Das sind gleich mal drei auf einen Fleck. Na, das läuft irgendwann mal noch an. Weil der produziert da auch schon ordentlich. Die kommen ja gar nicht mehr hinterher. Da können wir dann schon fast sagen, hier Emmershausen, Beltheim und Valmo, die werden da mit versorgt. Und so kriegt man da erstmal eine Güterstrecke fertig. Ja, hier sind schon ein bisschen mehr. Das passt schon. Wenn die ja merken, die kommen ja nicht mehr hinterher, weil mit den Details nichts mehr auf Lager. Aber hier, 31 Brot ist auf jeden Fall noch hier dabei. Und hier wartet auch einiges. Kann man doch schon sagen. Aber hier drüben ist selbst eine Produzierstätte. Gibt es hier irgendwo eine Lebensmittelfabrik, abgesehen von hier? Es ist sehr, sehr schwierig gestaltet auf jeden Fall. Aber... ja, das bis Valmo, das kriegt man auch noch hin. Per LKWs. Aber wenn wir hier zum Beispiel auch die Straße ein bisschen, weil die fahren jetzt hier, die fahren 40. Alles klar. Ich baue mal die Straßen hier. Straße, Straße, Straße. Ich weiß nicht, ob die Straßen sich irgendwann mal selbst updaten. Wenn nicht, übernehme ich das gern.
Zack. 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 Kann man hier schon eine etwas komfortablere Straße bauen. Das geht dann nicht. Machen wir das eben so. Das geht auch nicht. Das geht. Bau nicht möglich. Dann ist aber der Rückbau möglich. Und hier ist dann eine Verbindung. Warum macht das einfach so? Neues Fahrzeug ist verfügbar? Na, oder auch doch nicht. So, haben wir schon mal die Verbindung dann hier rüber. Eine LKW-Station kommt ja hin. Gucken wir erstmal hier auf die. Okay. Kann man es ja eigentlich hier so reinpacken? Machen wir es einfach mal so. Neue Linie. Von hier. Nach da. Und das ist. Achso. LKW. Rot. Balmo. Doppel LMOV. Straßenfahrzeugdepot müssten sie ja eigentlich haben. Fragt sich nur, wo, aber ich hab's schon gefunden. Lebensmittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist der Karton geblieben? So. Erstmal auf die LKW-Strecke. Ist der erstmal lang? Ich weiß gar nicht, wie viel ich auf der Strecke habe. Gucke ich gleich mal nach. Da kann ich das besser abhilzt. Hat wie viel? Auch so viele. Da tue ich auf Valmo noch 3 draufsetzen und 5 sogar. Zack. Zack. Hat sich das Ganze auch geklärt. Hier ist jetzt richtig viel am Dampfen. Wo ist der Zug? Der hat 15 zu 20 mit, okay. Ist eine sehr weite Strecke, muss man auch sagen. Wenn ich mir so die Lebensmittelfabrik anschaue und da mal zu einer anderen rüber switche, die da wäre hier. Ja, hat sich schon ordentlich vergrößert. Die kann nur 100 und die, wie viel kann die denn eigentlich jetzt schon? Hier ist sie. 400, also hat sich schon zweimal vergrößert. Ist schon eine starke Leistung. Ist schon eine starke Leistung, muss man ja sagen. Hier ist dann so der Bahnübergang. Kann ich ihn jetzt eigentlich schon umändern? Kann ich sogar schon umändern. Schaut euch das an. Super. Bahnschranken. So, mal kurz ein Foto gemacht.
So, die LKWs. Die prügeln sich hier hinten noch. Da haben sich festgehangen. Ja, das ist da ein Train, da läuft alles wieder. Müssen sich erstmal finden. Wir werden auch ein paar am Bahnhof. Jetzt fahren sie alle mit geballter Ladung hier hoch. Gucken wir doch mal. Ja, da steht schon einiges da. Finde ich super. Die produzieren ja immer noch. Sehr schön. Der Zug ist wie immer voll. Schade, dass das nicht rüber switcht auf den anderen mit. Dazu läuft das wahrscheinlich noch nicht so gut. Weil es ist eine super Linie, weil es ist kurz und knackig, ne? Muss ich dazu sagen. Kurz und knackig kann man viel mit anfangen. So, aber wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch, wie gesagt, erstmal einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.